Also der Geschäftsmann hat sich heute eine eigene Wandertruppe zusammengestellt. Jetzt geht's zum Pfaffenstein. Wir dürfen mit auf der Geschäftsreise. Der ist auch dabei. Ja genau, der Herr Dragon, der wird uns heute dorthin fliegen, wenn wir nicht mehr können. So, die Wanderschuhe haben sich bis heute bewährt. Die Reisetasche hat noch immer ihre Funktionalität für den Herrn Touristen beibehalten. Denn von hier aus kann er immer gut Fotos schießen, wenn wir wandern gehen. Ich ging auf eine Reise und fuhr durch Glück und Zeit. Ich suchte nach der Zukunft und ich fand die Vergangenheit. Mir ist, als war es gestern, die Wahrheit, ich verstehe sie kaum. Die Reise war mein Leben und mein Leben war wie ein Traum. Junge, dieser Weg, aber mir das Ganze leichter zu gestalten, hat der Herr Soldat mir ein Despo geöffnet. Er hat nur gemeint, wenn ich jetzt hier hochrenne, soll ich das Lied herausposaunen, was er mir gerade ins Ohr geflüstert hat. Dann geht's mal los. Wir rennen den Berg hoch mit Herrn Soldat. Wir rennen den Berg hoch mit Herrn Soldat. Der Schänder, der dazu ein Despo geöffnet hat. Der Schänder, der dazu ein Despo geöffnet hat. Oh! So, auf Anhörung von Herrn Tourist hat der Flötenmann jetzt hier eine Wanderkarte runtergeladen. Ja, ich denke, es sind die Brühe alle und dann geht's los hier. Aber das Feeling hier im Wald ist schon viel geiler, weil jetzt ist es nicht mehr so warm und so. Und jetzt, ja, jetzt ist man halt im Wald und atmet Waldluft. Genau. Na. Junge, Junge, noch eine Stunde. Dafür braucht der Herr Dragon auf jeden Fall etwas Drachenbier, damit er uns dorthin fliegen kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Herr Dragon, sind Sie fähig, uns dorthin zu fliegen? So, der Herr Dragon, der hat das Bier wahrscheinlich nicht so vertragen. Der ist gerade hier besoffen gegen diese Schranke geflogen. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Fuß weiter. Mhm. Na, was machen wir jetzt mit dem? Nehmen wir den mit oder lassen wir den erstmal? Wir nehmen den mit. Ja, klar. Also, den lassen wir bestimmt nicht zurück. Ja. Schmerz und Höllen. Schon recht. Na dann. Alles gut, Herr Dragon? Müssen Sie kotzen oder? Komm, nimm noch einen. Okay. Oh nee, bist du verrückt, nicht so viel. So, wir sind jetzt hier den ganzen Weg lang gelaufen, um zu erfahren, dass wir immer noch eine halbe Stunde wandern müssen. Junge, Junge. Knips! So, Junge, Junge. Herr Tourist, ist das wirklich der richtige Weg? Na gut. Okay. Uiuiui, um Gottes Willen. Alter. So. Hauptsache, es geht irgendwie nach oben, oder? Es geht irgendwie nach oben. Ist das wirklich der richtige Weg, Flötenmann? Hä? Ja. Das Wetter ist bewölkt, nee, das regnet. Eieiei. Oh, ei, ei. Oh nee! Scheiße! Herr Tourist, wir werden weggefegt. Oh. Was sind das eigentlich für Zelte hier? Was sind das? Achtung, Forstschutz. Ach, hör mal da auf. Kann man hier irgendeinen Unfug damit anstellen? Oh. Wer rennt hoch zum Pfaffenstein? Der schwitzende, stinkende Schänderschwein. Oh, Junge, Junge. So, jetzt regnet es halt übelst. Aber wir müssen jetzt trotzdem hier hoch. Junge, Junge, wir haben weder eine Kletterausrüstung noch irgendwie. Das brauchen wir da gar nicht. Hä? Das brauchen wir da gar nicht.
Also ich habe echt Schiss, ne? Aber ja, der Tourist, der Mende, der ist hier schon mal lang und der schafft nur noch ganz gut ohne Ausrüstung. Naja, bin ich mal gespannt, wie kommen wir denn jetzt hier hoch, ey? Junge. So, jetzt hier hoch. So. Oh, jetzt. Ja, okay, gut. Und jetzt hier hoch? Genau, heilige Scheiße. Hä? Warte mal. Ich muss erstmal gucken. Oh, Junge, dass ich hier nie abrutsche. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Da hier, ja, genau. Genau hier. Oh, oh, Alter. Oh, Junge. Ist das krass? Okay. Wenn ich jetzt hier abstürze, dann habe ich ja keinen Herr Doktor mit, der mir da helfen würde. Deswegen, sonst hätte ich ja keinen Schiss, weißt du? Alter! Junge! Fuck! Oh, Alter! Alter! Okay. Okay, das kann ich jetzt nicht filmen. Ich muss mich jetzt hier langkriechen. Nee, scheiße. Knips! Junge. So. Okay. Ich muss jetzt hier durch. Hier durch. Also. Es ist hier. Oh Gottes Willen. Scheiße. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, oh Gottes Willen. Scheiße. Junge, ist das krank. So. Oh, immer eine Höhle. Oh, fuck, Alter. Junge, ich bin dran. Scheiße. Hey, und jetzt? Und jetzt? Flötenmann, wo bist du lang? Ja, wo denn durch? Ach, niemals. Da bist du durch. Hey, wo lang? Da hat einen Schaden. Das ist doch da durch? Nee, niemals. Alter, Scheiße. Robert, komm mal bitte. Wie weit kannst du zurückgefahren? So, wir gehen jetzt doch den normalen Wanderweg. Es ist gerade hier alles nicht so glatt gelaufen, wie es laufen sollte. Der Sherpa ist schon oben, deshalb. Junge, das ist nie so gesund, wie es aussieht. Ich weiß, dass es nicht gesünder ist, aber ich bin auch nicht mal ganz gesund. Heilige Scheiße. Aber Hauptsache den Herrn Tourist geht's gut. Junge. Yeah. Oh nee, Scheiße. Wieso können wir uns eigentlich nicht orientieren? Nee, weil der Herr Tourist mit uns spielt. Was? Oh, okay. Na gut. So. Alles jetzt nass vom Regen. Okay. Schau dir die massive Spalte hier an. Alter, willst du mich eigentlich ficken? Geil. Na dann los. Ja. Ich habe jetzt keinen Rucksack dabei, weil das hat hier Flötmanns Bruder. Und der ist ja auch mit uns unterwegs, aber der hat es auch geschafft. Der hat unsere Rucksäcke. Warum auch immer. Also ich wollte nicht, warum hat er nicht uns? Ist egal. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Junge. Geil. Wir haben eine Gaststätte gefunden. Ich hab so einen verfickten Durst. Das ist so ekelhaft. Alter. Oh ne, sag jetzt nicht ja zu. Was? Ey, hier muss es doch irgendwo Wasser geben. Ja. Ich hab echt. Das Schlimmste ist echt der Durst gerade. Mein Orangensaft ist im Rucksack. Mit dem Herrn Superman, mit dem Herrn Soldat, mit dem Herrn Fleischer, mit dem Herrn Metzger. Und mit dem Herrn Koch. Scheiße, gibt's hier. Was ist denn dieser Wichser? Ist das ein Gartenschlauch? Nee, das ist kein Garten. Gibt's denn hier Wasser? Okay. Scheiße. Wir können mal gucken, ob das da Wasser gibt. Okay, wir gucken mal. Ja. Alter. Knips! Das ist wirklich ja ein wundervoller, ein mega, mega Knips. Junge, geil. Ja, eigentlich dürfen wir jetzt hier nicht rein. Aber wir waren die. Was? Ja. Wir waren die einfach mal fragen. Ich hätte jetzt hier gerne eBay Kleinanzeige gemacht, aber meine Kamera ist ja noch in dem Rucksack. Verfluchte Scheiße. Wollen wir mal Freddy anrufen? Ja, lass erstmal die Leute hier fragen. So.
Eigentlich dürfen wir nicht hier rein, aber naja, wir gucken mal. So. Aber wir brauchen was zu trinken. Na, wir haben uns verletzt. Ich suche bloß was zu trinken. Wir sind ja gerade gewandert und wir haben uns verirrt. Ach so? Ja, können Sie uns einen kleinen Schluck zu trinken, dann hauen wir wieder ab. Wir suchen bloß einen Kumpel von uns, der ist den Kletterpfad weiter hoch. Und der hat jetzt noch mal Rucksack und so. Ich bin halt gestürzt und so und deswegen wollten wir jetzt einen anderen Weg. So. Ja, pass auf, ich gebe Ihnen jetzt ein Glas Wasser. Oh. Aber hier ist eigentlich Wirtschaftsgelände. Wir ach so, ja. Hier ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Oh ja, Sie sind ein sehr gutherziger Mensch. Sie sind ein sehr gutherziger Mensch. Ja. Ach, da ist er ja. Der Junge, geil. Aber war das auch hier? Weil normalerweise ist hier... Nee, wir sind ja... Ja. Ach so, sorry. Oh. Ja, alles klar, danke. Und wo sind Sie da reingefallen? Wir wollten so eine Klippe hoch, aber der Herr Drago, der hat schon zu viel getrunken und der sollte uns da hochfliegen und dann ist er aber umgestürzt. Junge, Junge, der hat sich auch verletzt. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Wasser und jetzt werden wir eine eBay Kleinanzeige machen und dann würde ich sagen. Erstmal zum Nadelöhr, da gibt es die schönste Aussicht der Welt, hat die Frau gesagt. Jo, also wir wollten ja gerade diese wunderschöne Aussicht genießen. Dann wollte ich halt eine Instagram-Story machen mit dem Herrn Geschäftsmann, mit dem Herrn Tourist. Und der ist mir halt wirklich jetzt hier aus der Hand gerutscht und der ist hier runtergeflogen. Ich muss es. Ja, das ist jetzt halt. Der ist den ersten Tag dabei gewesen, der Herr Tourist. Junge, das ist absolute Abfuck gerade. Knips. Ja. Der hat jetzt das letzte Mal geknipst. Also ich hoffe, der lebt noch und wird weiterhin Fotos schießen. Alter, an dieser Stelle sorry nochmal an Hollywood Clank. Der hat mir das Ding letztens in der Fanpost geschickt. Also. Leute, hallo? Ja, schönen guten Abend. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige. Der Tierurne, Hundeurne, Pferdeurne, direkt vom Hersteller. Richtig. Genau. Und zwar bräuchte ich eine Urne in einer Größe, die eigentlich relativ egal ist. Also der Herr Tourist, der ist gerade ganz oben auf dem Pfaffenstein die Klippe runtergestürzt. Und jetzt würde ich Sie darum bitten, dass wir den zusammen suchen gehen und Sie auch direkt die Urne mitbringen, damit ich den dann ordnungsgemäß... Nee, das geht mal nicht. Ich verkaufe ja nur die Urne. Können Sie bei mir im Onlineshop kaufen, aber ich gehe da nicht durch den Wald und suche jetzt. Nein, nicht durch den Wald, das ist ganz, ganz, das ist ganz oben auf dem Pfaffenstein auf der anderen, am Aussichtspunkt. Ja, entschuldigen Sie, ich wohne hier bei Berlin. Ja und? Also ich würde jetzt hier noch einen Tag warten und dann würde ich Sie dann empfangen hier ganz oben. Nee, das mache ich nicht. Könnte ich über meinen Online-Shop können Sie eine Urne kaufen, aber sowas mache ich nicht. Hm. Tut mir leid. Aber ich dachte, Sie sind ein Dienstleister. Nee, ich verkaufe Urnen. Also da, warten Sie mal, ich hole mal kurz den Herrn Geschäftsmann. Warten Sie. Wo ist denn jetzt der Herr Geschäftsmann? Also der Herr Geschäftsmann, der setzt mich gerade ein bisschen unter Druck. Der hat gesagt, der ist jetzt hier den ganzen Scheißweg zusammen mit dem Herrn Tourist. Hat sich hier hochgekämpft. Und jetzt soll ich mir so eine Scheißurne besorgen. Und ich soll Sie jetzt auch ein bisschen unter Druck setzen, dass Sie jetzt hier hochkommen und mit mir den Herrn Touristen suchen, damit wir den in der Urne die letzte Ehre erweisen können. Ja, dann sind Sie bei mir falsch. Dann müssen Sie irgendwie, wenn Sie sich genau einen Tierschutz oder sonst wem. Ich verkaufe nur Urnen mehr nicht. Der Herr Geschäftsmann, der wird langsam böse. Okay. Ja, kann ich auch nicht dafür. Tut mir leid. Also, schönen Abend noch. Jetzt hören Sie mal. Hallo. Ja? Schönen guten Abend, ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, dem Fotoapparat. Ja? Hallo? Ja? Servus. Ja, was gibt's? Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, dem Fotoapparat. Ja, welchen? Ich hab da mehrere. Ach so, ja, grundsätzlich würde ich alle nehmen. Also ich will eine Sammlung über Fotoapparate erstellen als Hommage zum Herrn, als Hommage an den Herrn Fotograf. Er ist nämlich gerade eben die Klippe runtergestürzt und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt sehr viele Fotoapparate erwerben muss. Das hat mir auf jeden Fall der Herr Geschäftsmann geraten. Was verstehe ich jetzt nicht? Ich bin ganz oben auf dem Pfaffenstein.
schon so sein. Ja, und wie verbleiben wir jetzt? Sie schicken mir eine Mail. Eine Mail? Dann, ja, so wie es jetzt üblich ist im Kleinanzeigen. Eine Mail und dann... Also üblich in Kleinanzeigen ist, dass ich vom Pfaffenstein, also vom Aussichtspunkt, Geschäfte über eBay Kleinanzeigen abwickel und die dann alle hier hochkommen und mir das Zeug persönlich überbringen. Dafür kriegt jeder 40% zusätzlich auf den Preis. Sie schicken mir eine Mail, wenn Sie wo von mir was. Der Herr Geschäftsmann, der lässt nie lange mit sich diskutieren. Nee. Alles klar, auf Wiederhören. Jetzt hören Sie mal, ich brauche die Fotoapparate. Es tut mir einfach leid, Herr Fotograf. Es tut mir einfach leid. Es tut mir einfach leid, Herr Fotograf. Hallo? Ja, guten Abend. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, dem Geschwisterwagen. Ja? Ja, genau. Ich würde den quasi für einen eigenen sexuellen, incestuösen Service erwerben. Und zwar möchte ich quasi in dem Geschwisterwagen Geschwister, die aufeinander stehen, ausführen, während sie halt den Coitus in diesem Geschwisterwagen verüben, und zwar in der Öffentlichkeit. Bitte? Also ich würde gerne den Geschwisterwagen kaufen, dann würde ich meinen Dienst für incestuös geneigte Geschwister anbieten, indem sie mich quasi, also sich quasi in diesem Geschwisterwagen ausführen lassen und es in diesem Geschwisterwagen miteinander treiben, während ich sie in der Öffentlichkeit durch Dresden kutschiere. Also, tut mir leid, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie bitte? Nicht euer Ernst. Ich bin eine einzelne Person und ich möchte lediglich meinen Dienst anbieten. Dafür brauche ich aber einen Geschwisterwagen. Ja, für solche, also sowas werde ich jetzt nicht verkaufen, also. Warum? Ich denke, können Sie das denn nicht differenzieren? Ich meine, Geschäft ist doch Geschäft. Ja, also ich würde es verkaufen den Leuten, die es richtig brauchen, also. Naja, ich muss halt irgendwie über die Runden kommen, das verstehen Sie doch, oder? Und ich meine, wenn Sie jetzt mal zum Beispiel auf Pornhub so gucken, worauf die Leute stehen, da gibt es so immer mehr Incest-Pornos und so, und da habe ich gedacht, ich verkörpere das mal im realen Leben mit einer gewissen Dienstleistung. Ich werde auch jetzt mit Ihnen nicht diskutieren oder sowas. Also ich kann doch erstmal einen Geschäftsmann holen und Also wie gesagt, ich verkaufe nur eine Familie oder sowas. Also nicht sowas, dass Sie jetzt eine Porno machen, keine Ahnung. Na, eventuell werden ja dort auch Familien gegründet. Die werden zwar dann, ja, durch Inzest entstehen, also die Kinder, aber ich denke mal, das ja, ist ja jetzt nie so wichtig für Sie, oder? Also ich achte da auch nie drauf, ob die miteinander verhüten. Das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, das Geschäft läuft. Wie gesagt, ich verkaufe nicht an Sie. Okay? Das finde ich aber sehr diskriminierend von Ihnen. Wie gesagt, andere Menschen brauchen wirklich für die Kinder. Und Sie machen sowas. Also das verstehe ich nicht. Und bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Sie verstehen... Hallo? Ich... Blödmann, es ist Zeit für die Heimreise! Jo, da unten sind Fans, die haben jetzt Inkognito hier hochgerufen. Junge, wo sind denn die? Da ganz weit hinten auf der Straße. Wo denn? Dort. Wo? Ach hier, dort unten, wartet ihr. Ja, Drago. Ich brauche noch ein Schlückel Bier. Gut verdient.
Dann brauchen wir noch einen Schlitten Bier. Dann brauchen wir noch einen Schlitten Bier. Blöden Mann. Eieiei. Ach, ja, so langsam werde ich den Vlog abschließen. Also, das Ganze mal zusammenzufassen. Es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ja, der Verlust, der tut weh und wird es auch noch eine Weile. Aber ja, im Leben passiert sowas immer. Danke fürs Anschauen. Ich habe euch wirklich lieb und es war es trotz alledem auf jeden Fall wert. In the corner, beside my window, hangs a lonely photograph. There is no reason I'd never